Herzlich willkommen, ich begrüße ganz herzlich alle Blumenfreunde und die, die etwas für Schönheit übrig haben. Ich habe heute meinen Orchideentipp für euch. Wie ihr alle wisst, sollte man nach Anleitung, wenn man Orchideen hat, die nicht bewässern mit der Gießkanne, sondern man sollte sie einmal die Woche oder zweimal die Woche, je nach wie trocken eure Räume sind, sollte man sie in Wasser eintauchen und das ist das Ganze, um die Wurzeln, die das sind, richtig zu befeuchten. Wenn man sehr viele Orchideen hat, finde ich, ist das ziemlich aufwendig, weil man macht viel Dreck, man kann es gar nicht verhindern, dass das Wasser dann überall ist und man muss wieder aufwischen und so weiter. Und da habe ich eine super Idee gehabt und möchte die mit euch teilen. Denn es ist ja so, warum sollen die in Wasser getaucht werden? Damit sich die Wurzeln einmalig vollsaugen können. Denn Orchideen sollen mit den Füßen, mit den Wurzeln, nicht im Wasser stehen. Das mögen sie überhaupt nicht. Aber sie sollen ja auch nicht austrocknen. Also was kann ich tun, damit das Wasser sich langsam von den Wurzeln aufsaugen lässt? Und da bin ich an meinen Kühlschrank gegangen, habe mir Eiswürfel beigeholt. Und das könnt ihr jetzt hier sehen. Ich lege diese Eiswürfel so, wie ich denke, dass die unbedingt wieder etwas Wasser, etwas Feuchtigkeit benötigen, oben auf mein Substrat, dass das Orchideensubstrat, lege ich die oben drauf. Aufgrund dessen, muss man ein bisschen sehen, dass das richtig hin. Es ist ja so, dass der Eiswürfel jetzt ganz langsam taut und dadurch die Feuchtigkeit bzw. das Wasser nur langsam durch das Substrat zu den Wurzeln hin gelangt. Und das ist der Trick dabei, meiner Meinung nach, denn dadurch können sich das Substrat und sowohl als auch die Wurzeln langsam damit füllen. Und dann könnt ihr auch immer sehen, dass aufgrund dessen auch nie eure Orchideen in einem Fußbad stehen, was ja ganz, ganz wichtig ist, und können sich wirklich langsam damit, ja, das alles aufsaugen. Bisschen schlüpprig hier das Ganze. Wenn natürlich aufpassen, dass ihr das nicht auf Blätter drauflegt, das wäre denen dann ein bisschen zu kalt. Aber genau das wollte ich euch heute zeigen. Und wenn ihr dann schaut, dann bekommt ihr immer wieder und immer wieder neue Blüten. Hier habe ich schon ganz viele Knospen wieder dran. Der ist gerade aufgegangen, ein alter. Ihr könnt es ja an den Blättern sehen und wie das schon alles rausgewachsen ist, dass das schon relativ alte sind, die ich mindestens schon 3-4 Jahre habe. Hier kommen auch gerade die ganzen Knospen neu raus. Und mit dieser Methode habe ich wirklich jetzt Glück gehabt, dass mir meine Orchideen jedes Jahr aufs Neue wieder zum Blühen kommen. Und es macht so viel Spaß. Die ist jetzt erst ein zweites Jahr alt und die alten Triebe, die schneide ich dann immer ganz unten ab und lass sie komplett neu rauskommen. Manchmal kann man auch die alten, also hier ist eine ein bisschen eingetrocknet, manchmal kann man auch die alten stehen lassen. Das war jetzt zum Beispiel ein alter Trieb, wo die Blumen dran waren. Den habe ich nur hier abgeschnitten und aufgrund dessen ist hier wieder komplett eine neu rausgekommen und dieser kam komplett von unten raus. Also, vielleicht gefällt euch dieser Trick, dass ihr ab jetzt keine Orchideen mehr in einem Fußbad stehen habt und gießt die auf diese Art und Weise mit einem Eiswürfel. Und natürlich, wie oft ihr das machen müsst, das hängt davon ab, wie trocken eure Räume sind, wie hoch sie geheizt sind. Wenn es ein relativ kühler Wintergarten ist, brauchen die natürlich wesentlich weniger an Feuchtigkeit, als wenn ihr jetzt eine Raumtemperatur von 24, 25 Grad im Raum habt. Das müsst ihr dann sehen, aber da braucht man ihn ja nur einmal hochheben. Guckt, hat er schon wieder Wasser unten drin stehen, dann brauche ich im Moment nichts nachfüllen. Es sei denn, natürlich das Substrat und die Wurzeln sehen schon wieder ganz ausgetrocknet aus. Dann tue ich auf alle Fälle
wieder einen Eiswürfel drauf und schütte lieber unten das Wasser ab. Ich hoffe, euch gefällt mein Orchideentipp und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, eure Lilo!